a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Es geht weiter und wir müssen in unser Zimmer. Also, mal sehen, was Iris so schreibt. Ich klappte meinen Laptop auf, um meine Nachrichten zu checken. Iris hatte für alle 18 Uhr zu sich eingeladen. Manchen waren das zu früh. Aber so hätten wir wenigstens genug Zeit, um allerhand zu machen. Mir wurde aufgetragen, mich um die Getränke zu kümmern. Ich sollte verschiedene Fruchtsäfte kaufen. So kann ich meinen Eltern zumindest versichern, dass es kein Alkohol geben wird. Ich hoffe, dass Armin mit von der Partie sein wird. Ich sollte ihn anrufen und fragen. Ich rief ihn an und in der Hoffnung, er möge nicht mitten in ein Computerspiel stecken. Hallo, meine Schöne. Oh, warte, ich weiß, woran ich jetzt denken muss. Was? Ja, sie muss doch auch meine Schönheit nennen. Ja, stimmt. Genug der Schmeicheleien. Na schön, du hast mich durchschaut. Eigentlich gehe ich nur mit dir aus, weil du so bemerkenswert hässlich bist. Du hast gewonnen. Schmier mir ruhig weiter Honig um den Mund. Oh, Scheiße. Also mit Armin ist es echt immer wieder lustig. Ja, also ich finde, es ist immer am lustigsten mit Armin und Kathi. Die beiden finde ich am lustigsten. Möchtest du mich heute Abend sehen? Nein, eigentlich nicht. Dazu hätte ich eigentlich große Lust gehabt, nur wollte ich den Bogen nicht überspannen. Meine Eltern hatten mir bereits für morgen grünes Licht gegeben. Die würden sicher nicht zwei Abende in Folge tolerieren. Alter. Scheiße. Vielleicht eher morgen? Hast du Iris Nachricht nicht gelesen? Nee, war zu beschäftigt, damit Zombies abzuschießen. Ein normaler Abend in Armins normalen Leben. Klingt ohne Scheiß, klingt so voll wie der Gangster so. Weißt du, wenn du gar nicht Bescheid weißt, so stell es mal vor, so echt so Zombie-Apokalypse und ich erzähle so, weißt du, so, nein, ich war beschäftigt mit Zombies killen. Und dann so, ja, Zombies, Plants vs. Zombies. Okay, gib mir eine Sekunde, ich lese eben, was Iris geschrieben hat. Ich hatte mir im Hintergrund seine Tastatur folterte. das war es vermutlich, was Alexi mir vorhin erzählen wollte, aber ich habe ehrlich gesagt nur halb zugehört. Hast du denn keine Lust, einen Abend mit Freunden zu verbringen? Naja, das kommt etwas ungelegen, da ich ja schon einen Plan habe. Hast du keine Lust, einen Abend mit mir zu verbringen? Hey, das ist jetzt aber unfair. Außerdem hätten wir den Abend ja kaum für uns allein. Nein, aber trotzdem, ich fände es nett, die anderen mal außerhalb der Schule zu treffen. Ich gehe jedenfalls hin. Na gut, ich komme auch. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Das war ehrlich nicht mein Ziel. Weißt du, was ich mich frage? Wenn du nicht mit Armin zusammen bist, wieso kommt dann Armin dann bei den anderen Versionen? Das ist jetzt eine gute Frage. Da hat Alexi ihn jetzt mal bestimmt wieder seine Playstation geklaut oder so. Genau, einfach so den Router ausgestellt. Ich sollte meine Komfortzone auch mal verlassen. Und im Übrigen hast du recht, so sehe ich dich wenigstens mal außerhalb der Schule. Hehe. Ich konnte meine Genugtuung nur schwer verbergen. Zu sehr freute es mich, dass er kommen wollte. Aber diese ganze Einkauferei stresst mich. Magst du das vielleicht gemeinsam machen? Ha, soll das heißen, dass du dich nicht allein in einen Supermarkt traust? Nee, ich weiß nur nicht, was ich zur Party mitbringen soll. Es steht in den Nachrichten, Armin. Getränke! Ja. Leck halt.
Keine Widerrede, du kommst mit mir. Schließlich gab ich nach. Es war eine gute Ausrede, etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, ehe wir zu Iris aufbrachen. Wir vereinbarten uns, eine Stunde vor Partybeginn am Geschenkeshop zu treffen, um Getränke zu kaufen. Als ich auflegte, wurde mir klar, dass ich ganz versonnen vor mich hin lächelte. Seit ein paar Tagen geht es mir wirklich gut. Eigentlich seit Lissanders Genesung und Rückkehr an der Schule. Ich bin hier so erleichtert, dass er sein Gedächtnis wieder verlangt hat. Und außerdem scheint die dicke Luft in der die in der Schule herrschte, verflogen zu sein. Ich konnte mich mit meinen Eltern aussöhnen und fühlte mich meinen Freunden zunehmend verbundener. Das ist sozusagen das Sahnehäubchen. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf. Ich hatte Das ist, eine. die sieht so high aus, einfach. Haschisch. Oh, das ist. Nein, das ist keine Explosion. Das ist alles Dampf von Zigaretten. Drugs. Ich hatte einen völlig verrückten Traum, in dem Iris die Schule durch eine chemische Explosion verwüstete. Jetzt denke ich wieder an das Lied mit Kastlitter. Das bleibt unter uns, Eri, in Ordnung. Mitgefangen, mitgehangen. Aber Iris, was hast du nur für ein fürchterliches, was hast du nur fürchterliches angestellt? Bitte sag niemandem ein Sterbenswort. Vielleicht befürchtete ich unterbewusst, die Party könnte ein übles Ende nehmen. Ich wusste es nicht. Wenn ich schlief, ging einfach meine Fantasie mit mir durch. Am nächsten Tag konnte ich nicht eine Sekunde stillsitzen. Ich war den ganzen Vormittag über so aufgeregt, dass meine Mutter mir kaum mit den Augen folgen konnte. Sag mal, kannst du nicht shoppen gehen, statt hier wie eine Irre umherzurennen? Shoppen? Naja, ich habe schon lange nichts mehr eingekauft. Ich brauche dringend Unterwäsche. Oh, ich habe schon so lange nichts mehr eingekauft. Letztens, vor einer Woche, kam Rosa zu ihr und sie hat sich ein Negligé oder sowas geholt. Aber ich habe mir schon lange nichts mehr gekauft. Na gut, da dir diese eine Party so wichtig zu sein scheint, gebe ich dir $50. Damit kannst du dir etwas Hübsches kaufen. Oh, danke, Mama. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ich brauche es nicht unbedingt. Natürlich brauchst du es. Es ist immerhin ein besonderer Anlass. Das ist unheimlich lieb von dir. Ich drückte sie an mich. Nun geh schon. Und dann gehen Ich weiß nicht, ob das mir gerade einfach nur so vorkommt, aber kann es sein, dass Schokrette verschiedene, also andere, bisschen andere Persönlichkeiten hat, je nachdem, mit wem sie zusammen ist. Also bei Kasti ist sie nicht aufmüpfig, ne? Ja. Also da ist sie mehr nach meinem Humor. Also bei Kasti, sie kommt mir so ein bisschen. Die ist ja ein schüchterner und sowas vor. Was ist schüchtern? Aber ja, auf jeden Fall, hier kommt es mir anders vor. Und meine Katze miaut ohne Ende. Heute werde ich jedenfalls nicht lange überlegen. Ich gehe gleich zur Lace Boutique. Dort findet man am ehesten ein hübsches Outfit. Ich betrat das Geschäft. Irre ich mich oder kommst du in letzter Zeit immer öfter hierher? Das liegt daran, dass ich deine Arbeit zu schätzen weiß. Immer schön zu hören. Ich habe heute Abend etwas vor und suche ein passendes Outfit. Ich nehme an, du sprichst von der kleinen Party, zu der auch Rosa geht. Ja, sie findet bei einem unserer Klassenkameraden statt. Nun denn, sag mir, was du dir vorgestellt hast. Welchen Stil bevorzugst du? Ich weiß nicht genau, ich vertraue deiner Expertenmeinung. Ich hätte gern was, das ein bisschen schicker ist als sonst. Scheint es sehr viel besser zu gehen als noch vor kurzem. Das freut mich zu sehen. Ja, man sieht es mir wohl an. Huch. Alles markiert und löschen. So.
ich kann dir sagen, dass die Genesung meines Bruders einiges dazu beigetragen hat. Und außerdem hat mein Vater dadurch neuen Lebensmut geschöpft. Ich spürte, wie Mitgefühl mir die Kehle zerschnürte, zuschnürte. Zerschnürt, schön. Nun aber zurück zu deinem Anliegen. Ich habe ein neues Outfit entworfen, das ich dir vorschlagen möchte. Er zauberte ein Kleid und eine Jacke hervor und konnte es kaum erwarten, ich konnte es kaum erwarten, sie in der Umkleide anzuprobieren. In der Zwischenzeit brachte er mir Schuhe und Schmuck, die den Look komplettierten. Weißt du, was für mich immer noch keinen Sinn ergibt? Warum immer bei der, wenn es nur eine einzige Antwort gibt, da dennoch noch A steht? Als ob so B zur Verfügung stehen würde. Jo. Ich finde das Outfit voll hübsch. Vor Ich allem auch, so. aber voll teuer. Und holy shit, that Ausschnitt. Ja, der Schal verkackt alles. Ich kann. Achso. nein. Ich fand mich darin um einiges erwachsener. Es gefiel mir. Ich bezahlte und verabschiedete mich von Lay, dann verließ ich frohen Mutes das Geschäft. Das Geld von meiner Mutter hatte mich gerettet, ansonsten hätte dieses Geld meinen Finanzrahmen gesprengt. Oh ja, diese 1182 Dollar, die hätten niemals gereicht. Ich beschloss, zurück nach Hause zu gehen und mich fertig zu machen, ehe ich mich auf den Weg zum Geschenkeshop machte. Ich sollte meinen Schlüssel mitnehmen, damit ich meine Eltern bei meiner Rückkehr später nicht wecke. Das wäre echt praktisch. Ich muss wirklich aufhören, ihn ständig zu verlegen. Mal sehen, mein Gürtel, mein Handy, ein Lippenstift, nur für den Notfall. Es ist so, Nur für nur den. für den Fall. Weil, wenn, das ist doch voll dumm, wenn die sich dann, der kann sie ja erst recht weniger küssen, wenn sie einen Lippenstift drauf hat, weil dann verschmiert er alles. Also. Ich glaube, ich habe alles. Das ist einfach so eine Dead Logic. Da sind ja meine Schlüssel. Ich packe sie in meine neue Tasche. Gut. Ich finde es so geil, wenn du gehst so in Lay's Laden rein, da, weißt du, normalerweise kaufst du vielleicht ein Top oder so. Nee, da kannst du so gleich Gesamtausfüll kaufen, so Accessoires, alles hier. Ja, das stimmt. Gut, mein Vater ist noch nicht von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Mutter scheint verschwunden. Ich kann ihnen nicht auf Wiedersehen sagen, aber was soll's. Vielleicht ist es sogar besser, dass mein Vater nicht hier ist. Ich habe nicht allzu große Lust auf ein weiteres Verhör. Auf zum Geschenkeshop also. Geschenkshop. Ich stieß die Tür des Geschenkshops auf. Wie ich befürchtet hatte, war Armin noch nicht da. Er war zu spät. Die anderen sind zu. Stell mal vor, der wäre jetzt so hinter der Tür gewesen und die knallt ihm so voll die Tür verliebt ins Gesicht. Hey, siehst du, ich bin mega pünktlich. Oh wow, du siehst ja vielleicht sexy aus heute. Süß. Danke, du wirkst überrascht. Es überrascht mich nicht, dass du sexy bist. Das wusste ich schon vorher. Die Klamotten überraschen mich. Die sind etwas ungewohnt. Das macht mir ziemlich große Lust, dich zu küssen. Er trat entschlossen auf mich zu. Nein, warte. Also sag mal, bei den anderen war es sie, die küssen wollte und die anderen so. Warte, erst nach links und rechts gucken. Meine Scheiße! Weißt du, am besten noch hebt noch so die Hand, verknüpft die Handfläche oder Ach nee. ach so, okay. Doch, als hätte er meine Gedanken erraten, packte er mich und schob mich in einen leeren Gang, wo er mich mit einer Inbrunst küsste. Inbrunst? Wer sagt das denn? Kennst du, doch, ja gut, doch, das sage ich schon in dem Sinne, in uns, ne, mit solcher Leidenschaft.
In Brunsdorf, sage ich schon, aber was ich nicht sage, ist Voyeur. Also. Vor allem, dass das von Kastil kommt, so weißt du, von Kastil, wo man so denkt, so voll der Gangster und so vermutlich derjenige mit den schlechtesten Noten und dann so, was kann ich dafür, wenn du so voyeuristisch veranlagt bist? So voll so, ich bin voll der Fremdwort-Fanatiker und Experte. Also, du denkst, voyeuristisch, dein Ernst? Ohne Witz, ey. Ja. Wo er mich mit einer Inbrunst küsste, die mir die Schamröte in den Wangen trieb. Schamesröte. Was? Scheiße. Aber auch so geil. Erst war es immer bei Kasti immer so, dass sie sich so in den Revers krallt, ne, in den Kragen, so die ganze Zeit so revers. Und du denkst so, ja, okay, ne, wenn du willst, sie im Revers. Und auf einmal so am Ende so, euer oh ja, Kragen ist auch okay. Ihr wollt echt so voll auf Schlauberger tun, oder? Vor allem dem Pia auch so Armin mit seiner kleinen Gangster-Mütze. Schade, dass wir auf der Party nicht tun können, dass wir das nicht auf der Party tun können. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn stundenlang küssen. Glaube, da geht irgendwann echt der Atem weg und ich glaube, irgendwann sind deine Lippen echt taub. Wie geil. Hey, für sowas wurden Hotels erfunden. Gab es so Nee. eine Szene bei dir nicht? Nee, also doch schon, aber bei mir hieß es so, nimmt euch ein Zimmer oder Ja, so. das hat sie bei mir auch gesagt. Nehmt euch ein Zimmer. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich entspannt mich in Sets Armins Arm. Das Schlimmste befürchtend. Rosa, ich hatte fast einen Herzinfarkt. Ihr wisst hoffentlich, dass man mindestens 18 sein muss, um tun zu dürfen, was ihr da gerade vorhattet. Ach so, Also, also hat sie sich. nicht daran heutzutage noch jemand hält. Heißt das, sie hat das auch noch nicht gehabt? Na, ich wette doch. Oh, mindestens. Rosa, du hast mich erschreckt. Wir kennen Rosa, also nein. Als ob. Also für eine geheime Beziehung seid ihr ja wirklich nicht diskret. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Wir können uns zurückhalten, wenn es sein muss. Gott sei Dank war es Rosa, die uns überrascht hatte und nicht jemand anders. Wir schlenderten durch die Gänge auf der Suche nach den Fruchtsäften. Ich ließ Armin vorgehen, um Rosa in ein Gespräch zu verwickeln. Ich versuchte es so zu tun, als wäre Armin und ich nicht zusammen. Ich hackte mich bei Armin unter. Ja. Ich fliege schon nicht weg. Tut mir leid, ich bin ein Skelette. Auf einmal kriegt er so Jumbo-Ohren, die ich auch vorne. Ach Quatsch, das gefällt mir. Vor dem richtigen Regal angelangt, entschied ich mich für den Ananassaft und Armin nahm Orangensaft. Okay, dann auf in die Obst- und Gemüseabteilung. Ich soll Bananen kaufen und Äpfel. Keine Ahnung, warum Iris so viel Obst haben will. Vermutlich ernährt sich die Familie gesund. Naja, ich hoffe, dass wir trotzdem etwas Sättigendes zu essen bekommen. Ohne Proteine sterbe ich. Die machten uns auf zur Kasse. Ich musste bei Kassi so lachen, wo er dann so meinte, so, einfach so, weißt du, das ist normalerweise, ich habe gar nichts wegen vegan, aber wenn das von Kassi kommt, ist das einfach urkomisch, weißt du, so von wegen so, ja, vielleicht sind die ja Veganer. Oder sie gehen zu den neuesten Trends nach. Ja, das habe ich vorhin auch gelesen. Einfach geil, Köstchen. Die Flasche Ananassaft kostet $5. Wir bezahlten und verließen den Geschenkeshop. Nun denn, auf zu Iris Wohnung. Also, was hat Iris noch gleich geschrieben? Wir müssen durch den Park, dann ist es nicht mehr weit. Wir folgten Rosa, dass sie zu wissen schien, wo wir hin müssen.
Ich frage mich, wie es bei ihrem Zuhause wohl aussah. Ich rechnete mit einer farbenfrohen, freundlichen Einrichtung. Ja. Wir gingen noch ein paar Schritte und standen schließlich vor ihres Haus. Sie antwortete uns über den Lautsprecher und wies uns an, bei der ersten Tür im Erdgeschoss zu klopfen. Hallo, ihr Lieben. Wow, ihr habt es ja nett hier und genauso bunt wie ich in meiner Vorstellung. Haha, danke, es ist schon ein wenig chaotisch, aber ich habe mein Bestes getan, aufzuräumen, bevor ihr kommt. Wenigstens ist es gemütlich. Bisschen zu viel Rosa und Blümchen für meinen Geschmack, aber sonst ganz hübsch. Mein Bruder hat sich jedenfalls noch nicht beschwert. Willst du oder ich oder? Ja. Hallo Kinder, herzlich willkommen. Hallo, Iris Mutter hat immer schon so eine fröhliche Ausstrahlung. Man mag sie sofort. Dieses einfach, ich mache für Zahnpasta Werbung grinsen. Mein Freund sagt ja immer mo morgen, Mutter verschafft. Okay. Nee, weil ihre Zähne, die sind so bläulich wie so Zahnpasta, also. Das ist nur der Schatten. Also entweder hat sie eine blaue Zunge oder sie hat blaue Zähne und zweitens, wer hat denn so riesenfette Zähne? Wer hat denn so Hauer? Pferdefresse. Ohne Scheiße. Aber ansonsten ist sie sehr hübsch. Gebt mir eure Einkäufe, ich bringe sie in die Küche. Liebling, magst du ihnen in der Zwischenzeit die Wohnung zeigen? Klar, kommt mit. Ich warf Armin einen Blick zu. Diesmal darf ich nicht allzu komplizenhaft wirken. Ich muss aufpassen. Das ist unsere kleine Küche. Hier ist es genauso bunt wie im Wohnzimmer. Das Licht hier ist wirklich schön. Das war auch der Grund, weshalb ich mich sofort in diese Wohnung verliebt habe. Wir hatten nicht viel Zeit für die Wohnungssuche, weil die Kinder sich ankündigten. Iris Mutter war dabei, unsere Getränke in den Kühlschrank zu räumen. Ich finde die Stimmung hier ähnelt der im Wohnzimmer. Ich nickte bestätigend. Ja, bei der Fanny war es so, Alter, würde meine Mutter das hier sehen, würde sie einen Herzinfarkt bekommen. Ja, das hat er gesagt, das ist so geflüstert. Das ist der Flur, der in die Schlafzimmer und ins Badezimmer führt. Ich hatte nicht gedacht, dass es so groß ist. Es ist kein Palast, aber für drei Leute mehr als genug. Alter, das ist bei mir gerade voll gruselig, weil die Texturen so bei mir so richtig rumbacken und das schwebt einfach gerade bei ihres Gesicht im Wohnzimmer. Einfach so. Krank. Und das ist mein Zimmer. Sehr hübsch. Ich hatte mir etwas mit etwas anderem gerechnet. Über dieses Zimmer kann ich nicht viel sagen. Also, als ich das vorhin bei Kastiels Route genommen habe, da hat Kastia erstmal so voll ein Kompliment gemacht, irgendwie. Lol. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was ist hier so. Ich weiß auch nicht. Mir fällt nicht viel dazu ein. Kein übler Computer, darf ich? Dafür sind wir doch nicht hier. Komm, ich zeig euch noch den Rest. Hast du was zu verbergen? Armin! Ach Quatsch, ich wollte nur nicht, dass wir den Abend am PC verbringen. Sag die Richtige, gell? Sag die Richtige. Ich ärgere dich doch bloß. Vor allem voll süß hier das Bild. Und Ja, das fand ich auch aber süß. erstmal so strange hier die. Ja, und das fand so, warum dieses Bild ausgerechnet? Warum ausgerechnet dieses Bild? Das ist so strange. Ach ja. 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 Willst du den reden? Oder ja, wer redet den? Tom, Tom. Ja, Willst du gut. nochmal lesen? Spaß. Nein. Zivilisierte Menschen pflegen zu klopfen, ehe sie eintreten. Du redest den echt wie ein Junge. Ja, wie redest du denn? Ich rede den so voll tot ernst, so voll, schon so voll erwachsen und so, einfach so zivilisierte Menschen klopfen und so. Sei lieb, Thomas. Ich hatte dir doch gesagt, dass meine Freunde heute Abend vorbeikommen.
Oh, ist das dein kleiner Bruder, Iris? Du kannst mir die Frage auch direkt stellen, weißt du? Sorry. Voll süß. Ja, den Blick finde ich voll süß, so voll. Ich finde auch ihre neuen Gesichtsausdrücke sehr, sehr, sehr schön. Ja, da gab es noch so einen Blick, den ich voll süß fand. Ja, es gab viele Blicke, die ich süß fand. Ich heiße Thomas und ihr seid in mein Zimmer. Ihr seid in meinem Zimmer. Da musste ich an die Sache denken mit so, vielleicht bin ich ja gar nicht Manuel Neuer, sondern Chatten Hallo Eri, wie geht's? Gut, und dir? Alter, der will was von uns, ohne Witz. ohne Scheiß. Oh, weißt du, den Umständen entsprechen. Meinst du das? Hast dich nicht geändert, haha. okay. Die kleinen Widrigkeiten des Lebens. Er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht, aber ich bin guter Hoffnung, dass er sich schnell davon erholen wird. Iris, das geht nur mich etwas an. Tut mir leid, aber du wechselst deine Freundinnen monatlich. Ich weiß. So ein kleiner Ashton. Nachwuchs Ashton. Echten. Als Kind. Ich weiß, wie lange deine Trauerphasen für gewöhnlich dauern. Danke für die Blumen. Vor allem, Alter, der hat fette Augenbrauen, fällt mir gerade Jupp. auf. Jupp, das stimmt. Es ist jedenfalls sehr nett, dass du fragst, Eri. Oh, ist doch klar. Seid ihr beide immer noch zusammen? Und haben Armin ins Visier. Schon damals, als er uns bei dem Picknick überrascht hatte, hatte Thomas uns in eine unangenehme Situation gebracht. Das bildest du dir ein, Thomas. Wir sind nicht zusammen. Denke ich irgendwie auch an Gibi. Hast du es auch bei Kasti genommen? Weil ich hatte das bei Kasti nicht genommen. Was hat denn Kasti da gesagt? Oder hat er gar nichts gesagt? Hat er auch nur komisch geguckt? Ja, dann hat er. Ja, nee, da hat er auch, wie gesagt, nur komisch geguckt. Ja, dann. Lass sie mal in Frieden, Thomas. Ich hatte den Eindruck, dass Rosa mehr schlecht als recht ein heftiges Lachen unterdrückte. Ja, genau, den Blick fand ich süß. Ja, der ist süß, ja. Es gab noch einen Blick, den ich super süß fand. Kann ich den Abend mit euch verbringen? Was ist denn mit dir los? Normalerweise ziehst du es vor, allein in dein Zimmer zu bleiben. Mama will mich unbedingt zu Omi und Opi schleppen. Ich weigere mich. Na, also ich kann das selbst nicht entscheiden. Frag sie selbst. Hast du keine Angst davor, bei den Großen zu sein? Nein, Jugendliche machen mir keine Angst. Ich kann mich anpassen. Ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Frag besser Mama. Ich muss euch immerhin noch fertig herumführen. Ja, gut. Wir sind unser Badezimmer. Oh, ich liebe den Stil dieser Badewanne. Allerdings, ist sie nicht ein wenig dreckig? Oh nein, nein, sie ist nur alt. Meine Mutter hat sie aus einem Antiquitätenladen. Mir gefallen die Atmosphäre und die Pflanzen. Hey, gar nicht übel, wirklich. So sollte ich mein Bad auch einrichten. Dann hätte ich das Gefühl, draußen zu sein und müsste doch nie das Haus verlassen. Der Junge ist echt unmöglich. So wie ich den aber kenne, vergisst er die Pflanzen, die sterben. Mein Bruder, meine Mutter und ich kümmern uns abwechselnd um die Pflanzen. Das klappt ganz gut. Ach ja. Auch immer so Pflanzendienst, da mussten wir immer die Pflanzen Deine Mutter ist echt spitze, ja. gießen. Warum sagst du, oh Gott. Ja. Deine Wohnung ist echt spitze. Deine Mutter ist echt spitze. Warte, noch haben wir nicht alles gesehen. Ach nein? Okay, noch gruseliger. Jetzt erscheint das Gesicht von deiner Schukrette so voll blau an der Tür wie so ein Geist. Wie? Habt ihr einen Garten mit Pool?
Nein, aber was ich euch zeigen möchte, ist genauso toll. Folgt mir. Ihr Ich sehen finde könnt die das. Terrasse voll schön. Was? Ich finde die Terrasse voll schön. Ja, finde ich auch. Wie ihr sehen könnt, ist auch unsere Terrasse ziemlich gemütlich. Wow, das ist ja super. Man bekommt richtig Lust, sich hier hinzusetzen. Ich muss zugeben, das ist ziemlich cool. Und wartet erst, bis ihr unseren Geheimgarten seht. Was? Ein Geheimgarten? Dort hinten, kommt mit. Und folgen. Tada! Oh wow. Was? Puh, Kitsch Overload, sag ich nur. Was sehen? Ach, Armin, wir. Du, ich, Hortensien. Das ist genau wie im RPG. Hoppla, jetzt habe ich meinen Stift weggepfeffert. Das ist sowas von süß. Das ist kein Privatgarten, oder? Nein, alle Hausbewohner dürfen ihn benutzen. Das Paar, das vor uns in unsere Wohnung gelebt hat, hat die Schaukel aufgehängt und die Blumen gepflanzt. Haben sie sich aber gut gehalten. Also ich hätte, wenn das so, ja, erstens das und zweitens, wenn das so ein öffentlicher Garten ist, dann könnten die doch rein theoretisch jederzeit auf deren Terrasse gehen und denken sich nicht die Nachbarn so voll weird, dass da so ein Haufen Jugendlicher sich im Gebüsch versteckt. Da bekommt man richtig Lust, mit seinen Geliebten zu schmusen, nicht wahr? Oh nein, und sie jetzt auch noch anfängt wie Alexi. Ah, scheiße, jetzt habe ich schon wieder. Ja. Ach Gott, ich war jetzt gerade so umgekommen. Ist kein Problem, Schatz. Du darfst auch jetzt lesen, wenn du. Ach so, meinst du Schokrit oder wie? Ja. Jetzt Wo wieder. bleiben eigentlich die anderen? Die sind weg, die kommen nicht. Die anderen sollten gleich hier sein. Gehen wir zurück ins Wohnzimmer? Das war keine Frage, das war ein. Eine Pflicht. War einfach ein Befehl war das. Ja. Super, nun wo ihr alles gesehen habt, können wir endlich. Iris? Die Stimme von Iris Mutter drang aus der Küche. Ja, Mama? Ja, es kommt bei mir gerade Dädelchen. Ich glaube, es hat jemand geklingelt. Oh, sie eilte zur Haustür. Hallo alle zusammen. Hallo, Pia.